Sind wir wieder mittendrin, diesmal in Echthausen in der Gemeinde Wickede. Gemütlich ist es hier, ruhig. Knapp 1600 Einwohner leben hier und alle zusammen haben ein sehr aktives Dorfleben. Wir haben in Echthausen nach echt schönen Plätzen gesucht und auch welche gefunden, unter anderem am Wasserwerk. Ein Gebäude in allerbester Lage, mitten in der Ruhr. Durch das 70 Jahre alte Wartungshäuschen müssen wir durch, um den ersten besonders schönen Ausblick erleben zu können. Hier sind wir mit dem Chef des Wasserwerks verabredet. Ich glaube, das ist hier einer meiner Lieblingsplätze in Echthausen, ein ganz ungewöhnlicher Ort. So ganz viele Leute waren, glaube ich, auch noch nicht hier. Wir sind hier an einem kleinen Vorsprung direkt am Wasserwerk. Herr Hagelschur, können Sie hier die Ruhe im doppelten Wortsinn manchmal genießen? Eigentlich kaum. Wenn wir hier sind, sind wir hier zum Arbeiten. Und hier befinden wir uns ja an der Wehranlage. Wir haben hier einen Ruhestrauch von 5,70 Meter. Und den müssen wir intakt halten. Und das ist schon eine Menge Arbeit. Ich finde die Zahlen so gigantisch. Sie versorgen sehr, sehr viele Menschen, um die 200.000, erstmal mit Trinkwasser. Und Strom wird auch noch eine ganze Menge produziert, ne? Ja, wir produzieren hier im Jahr circa 7 bis 8 Millionen kW. Der Strom wird allerdings in erster Linie direkt für die großen Pumpen des Wasserwerks gebraucht. Das Ruhrwasser sickert über große Filterflächen in die Tiefe und wird dann mit dem Grundwasser nach oben gepumpt. Bis vor wenigen Jahren waren hier bei den Wasserwerken in Echthausen noch 25 Menschen beschäftigt. Mittlerweile sind es nur noch 9. Das liegt unter anderem daran, dass hier die Rund-um-die-Uhr-Überwachung hier abgeschafft worden ist. Das erfolgt mittlerweile zentral in Schwerte. Das heißt, der Rund-um-die-Uhr-Betrieb läuft hier jetzt nicht mehr. Herr Hagelschur, Sie sind Betriebsleiter. Trotzdem hat der Standort hier Zukunft. Das wird sogar schwer investiert. 20 Millionen Euro haben Sie mir gerade erzählt. Ja, wir werden jetzt eine neue Aufbereitung bauen, um PFT, Röntgenkontrastmittel oder auch Arzneimittelrückstände aus dem Trinkwasser zu entfernen. Die Analytik wird auch immer besser. Wir werden dann finden immer neue Stoffe, um diese Stoffe auch dann aus dem Wasser zu filtern. Wird an diesem Standort eine der größten Investitionen, die hier je getätigt worden ist, durchgeführt. Am Rande des Dorfes finden wir den nächsten schönen Ort, das alte Wasserschloss Haus Echthausen. Das ist im Privatbesitz. Fast in letzter Minute hat der Käufer das Anwesen gerettet und auch Nutzungen für die vielen Nebengebäude gefunden. 27 Mietwohnungen im besonderen Ambiente sind hier entstanden. Ich glaube, ich muss mich das erste Mal korrigieren. Ich habe einen neuen Lieblingsplatz gefunden hier in Echthausen. Man fühlt sich hier wie am Strand. Okay, das Mittelmeer fehlt noch, aber heller Sand, es ist warm, was will man mehr? Und entsprechend wird hier auch Beachvolleyball gespielt. So, die Pause nutze ich jetzt schnell, um dazwischen zu gehen. Ich gebe es ja zu, jetzt hier, wir haben gerade Mittag, in der Mittagshitze hier zu spielen. Ich käme nie auf die Idee, macht ihr das, weil wir hier sind, oder macht ihr das wirklich manchmal auch in der Mittagshitze? Ja, ganz ehrlich, weil ihr hier seid. Wann spielt ihr hier sonst? Dann spielen wir abends. Dann kann es hier ganz gut aushalten. Hier wird sehr intensiv gespielt, es gibt sogar Turniere, habe ich mir sagen lassen, Pfingsten mit Gruppen aus ganz Nordrhein-Westfalen. Ja, wie oft spielt ihr dann hier? So ein- bis zweimal die Woche. Was macht dir Spaß daran? So im Sand manchmal so zu liegen und so das Schlagen und Springen. Echthausen scheint sportliche Menschen anzuziehen, Radfahrer zum Beispiel. Der Ruhrtalweg führt direkt durchs Dorf und wird intensiv genutzt. Der Dorfgasthof wird dann bei längeren Etappen schnell zum Lieblingsplatz. Auch der kleine Hof Dörr. Bei gutem Wetter gibt es hier eine Außengastronomie im schicken Ambiente. In der Diele ist ein Hofladen entstanden. Hier hat es sich herumgesprochen, dass man solche Angebote nutzen sollte, wenn man nicht schon bald für ein Paket Zucker in das Nachbardorf fahren will. Frau Dörr, Sie betreiben das jetzt hier seit 4 Jahren. Das sieht nach einem großen Wagnis aus erstmal. Hat es funktioniert? Das hat funktioniert, ja. Das geht. Die Bevölkerung steht vollkommen hinter mir. Das sind meine besten Kunden hier im Dorf. Mittlerweile kommen schon aus anderen Dörfern ringsherum die Kunden. Und die genießen einfach, dass sie hier gutes Gemüse und Obst bekommen, sich mit ihren Nachbarn treffen, mal einen kleinen Schnack halten können. Also das finden sie schon gut. Lieblingsplätze kann man finden oder auch gestalten. So wie Hobbykünstler Sigi Willmann. In Echthausen fallen die vielen wunderschönen und auch verwunschenen Gärten auf. Und diese Ruhe hier im ganzen Ort, schon was ganz Besonderes. Und der Herr Willmann lässt sich inspirieren durch seinen Garten zum Beispiel, durch die Natur. Herr Willmann, Sie machen solche Sachen dann daraus. Genau. Finden Sie so ein Stück Holz oder wie machen Sie das? Ja, das finde ich selbst im Wald natürlich. Das ist der Fuchur. Sie kennen das vielleicht aus Michael Endes Erzählung. Und Ziel ist einfach,
Natur mit diesen künstlerischen Wesen einfach so ein bisschen zu verknüpfen. Sagenwelt, Märchen etc. Haben Sie sich das selbst beigebracht oder durch Erfahrung? Wie machen Sie das? Ich hole ja nur das raus, was da schon drin ist. Hannelore Gasse nutzt unter anderem Ton, um Haus und Garten außergewöhnlich zu gestalten. Sie hat sich in den vergangenen Jahren auf lächelnde Gesichter spezialisiert, um die Welt ein bisschen freundlicher zu machen. Nette Menschen, das gehört für sie zu einem Lieblingsplatz unbedingt dazu. Deshalb fühlt sie sich in Echthausen auch wohl. Der Dorfplatz hier in der Dorfmitte, der ist zum Lieblingsplatz geworden für viele Echthausener. Das liegt zum Beispiel an diesem Denkmal. Das erinnert an alte Zeiten, wo die Leute noch nicht so viel Geld hatten und jeder seine kleine Ziege noch zu Hause hinterm Haus stehen hatte. Und der Maibaum ist natürlich dafür mitverantwortlich. Auch der sorgt dafür, dass hier das Vereinsleben noch mal deutlich gezeigt wird. Ihr beiden, Lukas und Justus, ihr sorgt dafür, dass wir das mal hier auslosen, wo es das nächste Mal hingeht. Wir schauen nun, wo ist das nächste mittendrin am nächsten Montag. Wie ist das? Das ist ein ganz schweres Wort, hast recht. Volkholz bei Bad Laspe, da ist das nächste mittendrin, am kommenden Montag. Aber wir haben noch etwas Zeit für schöne Bilder hier, pünktlich auf dem Glockenschlag. Echt schön in Echthausen hatte Heinrich ja einen tollen Tag heute. Nächste Woche also geht es nach Volkholz bei Bad Laspe. Ihre Geschichten dazu, die sagen Sie uns bitte entweder am Telefon unter 0800 5678 880 oder schreiben Sie sie einfach auf. Das geht dann an die lokalzeit.südwestfalen@wdr.de. Ja, und das war's von uns. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss, bis morgen. Der Abend.